Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Auch heute habe ich euch wieder ein Mediabook aus dem Hause Wicked Vision mitgebracht. Ihr wisst ja, ich habe ein großes Paket von Wicked Vision gekriegt und die packe ich jetzt einen nach dem anderen aus, bevor es dann am 30. Juni ein Sammlungsupdate gibt, wo ich euch die alle nochmal zeige, aber dann halt nicht im Detail. Im Detail kriegt ihr die hier in diesen Unboxings zu sehen. Und heute ist halt Eye of the Tiger dran, der hier in Deutschland einfach auf der Tiger reduziert wurde. Mit Gary Busey in der Hauptrolle. Den habe ich immer so ein bisschen mit Nick Nolte verwechselt, ne? Der hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Nick Nolte. So, Regie hat Richard C. Sarafian. Richard C. Sarafian oder wie auch immer man das ausspricht, geführt und gedreht wurde der Film 1986 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um die europäische HD-Premiere. Kultfilm erstmals ungekürzt in Deutschland. Heidewitzka. Gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Film sagt mir persönlich gar nichts. Ja, ich mache mir auch nicht wirklich viel aus Actionfilmen und die meisten Actionfilme der 80er Jahre, vor allem dann, wenn sie nicht lustig sind, die kenne ich nicht. Trotzdem freue ich mich, euch den heute vorstellen zu dürfen. Er ist seit dem 14.04.2023 in drei verschiedenen Cover-Varianten erhältlich. Und hier auf dem Tisch liegen habe ich Cover B. Das packen wir aus. Und wie ich Wicked Vision kenne, haben die innen in dem Booklet auch noch Cover-Variante A und C abgebildet. Deswegen blende ich die jetzt auch nicht ein. Ihr seht, ich habe auch mein Messer wieder gefunden. Es war, wo es hingehört, in meiner Tasche. Aber ja, in der falschen Hose. Die hatte ich jetzt eine Zeit lang nicht an. Und ja, es ist auf jeden Fall wieder da. Die Kinder hatten es nicht. Oder sie haben es in die Hosentasche gesteckt. Was auch sein könnte, weil ansonsten wäre es ja mitgewaschen worden. Merkwürdig. Aber so steht es geschrieben. So, wir haben vorne das Vorlageblatt, das einfach nur aufgelegt ist und demnach keine Klebepopel hinterlässt, was ich persönlich sehr gut finde. Dann haben wir oben den Hinweis auf die Two-Disc Limited Collectors Edition Nummer 66. Dann habe ich eben schon vorgelesen, europäische HD-Premiere. Und ja, dieses Artwork, das können wir uns gleich nochmal ohne diese ganzen Aufdrucke, wie zum Beispiel den FSK-Flag und den Hinweis auf DVD und Blu-ray anschauen. Ja, ihr wisst, es ist ein DVD-Blu-ray-Paket. Das heißt, wenn ihr diesen Film jetzt haben wollt als HD-Premiere, weil da profitiert ja mutmaßlich auch die DVD von dem neuen Master, dann könnt ihr euch auch dieses schicke Mediabook ins Regal stellen, wenn ihr kein Blu-ray-Equipment zu Hause habt. Auf der Rückseite haben wir hier Forever Physical, demnächst bei uns. Die Rocknacht des Grauens, New Year's Evil, habe ich euch schon ausgepackt. Ich habe mittlerweile auch gesehen. Review dazu gibt es auf blu-raydisc.de. Mehr sage ich dazu jetzt nicht, ne? Ihr könnt euch das durchlesen, dann wisst ihr, was ich von dem Film halte. So, dann haben wir jetzt hier nochmal das Cover-Artwork ohne die ganzen Einblendungen, ohne die ganzen Werbeaufdrucke. Und ich muss sagen, das gefällt mir wieder einmal sehr, sehr gut. Sehr schön gemacht. Gleich werden wir auch erfahren, von wem das ist, weil das steht meistens immer drin. Dann haben wir auf dem Spine draufstehen Eye of the Tiger, also den Originaltitel unter dem, der jetzt hier auch veröffentlicht wird. Das ist jetzt nicht ganz optimal, weil wenn es im Regal steht und man nicht direkt davor hängt, dann erkennt man das nicht, was das für ein Film ist. Also nicht direkt, nicht auf den ersten Blick. Aber es ist halt der Schriftzug vom Film und dann ist es wiederum konsequent umgesetzt. So, oben haben wir das Glubschauge von Wicked Vision, unten nochmal den Hinweis Blu-ray DVD und hinten drauf haben wir eine Inhaltsangabe hier, Action Thriller. Ja, also nicht unbedingt mein Genre. Dann haben wir hier ein paar Bilder aus dem Film. Dann haben wir hier die Credits, hier die Produktspezifikationen der Blu-ray und der DVD. Unten das Bonusmaterial aufgeführt. Ein Audiokommentar von Dr. Kai Naumann ist schon mal sehr interessant. Und das Booklet von Christoph N. Kellerbach. Also haben wir hier auf jeden Fall schon mal einiges an Wissen, einiges an Informationen. So, dann haben wir hier den Hinweis, es handelt sich um Cover B. Das ist limitiert. Jetzt steht hier keine Limitierungsnummer drauf, sondern nur Cover B.
und limitiert, aber nicht wie viele. Und dann haben wir hier halt noch die Urheberrechtshinweise. Wir sehen auch, es ist eins von Wicked Visions 9 Mediabooks. Es ist matt und nicht mehr Hochglanz, was ich persönlich eigentlich ziemlich gut finde, weil diese Hochglanz-Mediabooks grundsätzlich gefallen mir nicht so gut. Ich mag dieses Matte hier lieber, aber das ist Geschmackssache. So, dann haben wir vorne die Blu-ray drin liegen, die schaut so aus. Ja, das ist also quasi nochmal das Cover-Artwork, das wir auch hier drauf haben. Hinten haben wir die DVD drin liegen, ebenfalls mit dem Cover-Artwork. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob die anderen beiden Cover-Artworks, die anderen beiden Cover-Varianten auch das jeweilige Cover-Motiv drauf haben oder ob es sich dabei um andere Discs handelt. Ich kann es mir eigentlich schwerlich vorstellen, aber möglich ist alles. Also wenn da draußen irgendeiner rumläuft, der Cover-Variante A oder C hat, dann schreibt mir gerne, ob es sich hier um neue Discs handelt oder so um andere Discs handelt oder ob nicht. So, dann sehen wir das Booklet. Das ist jetzt hier verklebt. Das ist selbst getackert, aber dann hier mit dem Mediabook-Buchteil verklebt, also die Hülle ist mit dem Booklet verklebt, das meine ich. So, das war früher direkt eingearbeitet, das hier ist jetzt einfacher, aber ich finde, es ist auch besser, weil man es einfach besser blättern kann. Das heißt also, diese neuen Mediabooks hier von Wicked Vision, die finde ich persönlich wesentlich besser als die alten. Das Einzige, was mir jetzt hier wieder aufgefallen ist, hier löst sich so ein bisschen die Farbe. Hier an dieser Knickfalz, da geht die Farbe ein bisschen ab. Das ist aber, ja, anders geht's nicht. Ne? Wenn das hier immer wieder geknickt wird, ist klar, dass dann da die Farbe abgeht. Bei früheren Mediabooks war das, glaube ich, nicht so. Ja, und hier auch. Oh, ja, ne? Also hier, das ist auch das, ja, weil hier halt die Klebepunkte sind. Ja, hier an den Stellen sind die Klebepunkte. Das heißt, hier oben hängt das halt so ein bisschen lose, ist aber trotzdem noch stabil. Das haben die anderen Mediabooks auch alle, aber jetzt fällt es mir hier gerade auf, weil es sich hier jetzt gerade so ein bisschen gelöst hat. So, jetzt haben wir hier nochmal das Artwork von vorne drauf. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ne? Der Bursche da hinten schaut etwas finsterer als hier. Hier mehr so ein bisschen, der denn? Und hier so, du kriegst jetzt auf die Schnauze. Aber ansonsten ähnlich. So, dann schauen wir uns jetzt mal das Buchteil an. Das Rache-Kino und die Hintergründe von Der Tiger. Gut, Rachefilme, okay, ne, aber dann eher so Western sind eher dann so meins. Gut, aber ich werde mir auf jeden Fall anschauen bei Gelegenheit und dann werde ich euch natürlich auch berichten, ob er mir gefallen hat oder nicht. Was mir nicht gefällt, ist, dass hier Bilder aus dem Film drin sind. Ich meine, gut, ein paar Bilder sind ja gut und schön. Aber ich brauche sie halt nicht. Ich brauche keine Bilder aus dem Film in einem Booklet, aber das habe ich schon oft genug gesagt und muss es jetzt nicht nochmal erwähnen. So, das Bild hier hinten, das schaut schon so ein bisschen nach Mad Max aus. Also vielleicht, ganz vielleicht, ist das doch ein Film, der mir taugen könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das sieht auf jeden Fall so ein bisschen auch schon so ein bisschen endzeitmäßig oder so. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Oh, hier haben wir, wer ist es? Jeffet Kotto. Jeffet Kotto aus Leben und Sterben lassen oder aus Alien. Ja, auch einer der großen Schauspieler Amerikas aus den 80er Jahren, 70er, 80er Jahre war der ganz groß. Ich finde ihn super. Ja, und dann sind wir jetzt hier in der Mitte angelangt. Hier haben wir die zwei Tackerklammern, die das Booklet zusammenhalten. Genau in der Mitte, ja. Ja, weiter geht's mit weiteren Bildern aus dem Film. Und ja, hier, Überraschung, noch ein paar. Ja, wie gesagt, das brauche ich persönlich nicht so unbedingt, Bilder aus dem Film. Und ich spink's mal. Nein, hier sind, oh, ist nicht dabei. Ist nicht dabei. Ich habe jetzt wirklich spekuliert, hier wären Bilder aus, die Cover-Artworks wären hier noch zu sehen, von Cover A und Cover C, ist aber scheinbar nicht der Fall. Gut, dann kann ich noch ein bisschen was zu der Schrift sagen. Die ist meines Erachtens, also von der Größe her ist das schön, aber hier das Weiße auf dem sandfarbenen, hier leicht terrakottafarbenen Hintergrund, nicht immer ganz optimal zu lesen. Also wenn man so ein bisschen was mit den Augen hat, so wie ich, dann strengt das schon ein bisschen zu sehr an. Bisschen dunkler wäre nicht schlecht gewesen, aber gut.
Ist halt so. Ja, also statt der Bilder aus dem Film hätte ich mich gefreut, hier die anderen Cover-Artworks zu sehen. Ja, war nicht der Fall, deswegen blende ich sie hier gerade mal ein. Also das wären jetzt die anderen Cover-Artworks, die von diesem Mediabook noch erhältlich sind. Das wäre Cover A, B und C. B liegt ja hier, ich habe es trotzdem mal mit eingeblendet. So, und wie gesagt, veröffentlicht wurden die drei Mediabooks am 14.04.2023. So, und damit sind wir auch schon am Schluss dieses Unboxings angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne den Daumen da, kommentiert, was das Zeug hält, abonniert den Kanal und die Glocke und ihr wisst ja, wie das läuft. Bis dahin wünsche ich euch jedenfalls eine gute Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, seid schlau, schaut blau und wie immer, bleibt geil. Euer Michael Speyer.